My name is Walter Valla Liniger. I've been living in the American South for a long time, teaching the blues. Aber immer wenn ich da in die Schweiz komme, komme ich auf Buchsee. Meine Mutter ist von da, mein Großvater ist von da gewesen. Und vor allem habe ich hier die Intimität, die der Blues verlangt. Das liegt auch schön da im Oberaargau. Das hat sogar Buchsee. He? Der Valla Liniger ist nur einer von vielen, der Herzogenbuchsee am Herzen liegt. Buchsee, wie man liebevoll sagt, liegt im Mittelland Oberaargau, umgeben von Wäldern und Ackerland. Fünf Hauptgründe sind es, wo Leute von nah und fern auf Buchsee ziehen. Herzogenbuchsee liegt verkehrstechnisch äußerst günstig an einer Bahnlinie, die Bern, Olten, Basel und Zürich direkt verbindet. Der Regionalverkehr ist bestens organisiert und Busse fahren in jede Richtung. Der Handels- und Industrieverein setzt in seinem Rating Herzogenbuchsee auf Rang 2 von wohlverstanden 130 bewährtesten Standorten im ganzen Kanton Bern. Wir haben eine sehr grosse Industrie Herzogenbuchsee. Wir haben gute Arbeitsplätze und viele Firmen. So erstaunt es nicht, dass viele das Angebot vom öffentlichen Verkehr benutzen und als Pendler auf Buchsee arbeiten können. Stellvertretend für die Unternehmung im Dorf lassen wir euch zwei Firmen kurz vorstellen. Die Firma Duab ist seit mehr als 65 Jahren ortsansässig in Herzogenbuchsee. Wir beschäftigen mehr als 200 Mitarbeiter. Hier auf dem Platz Herzogenbuchsee. Wir sind eine hochpräzise Fertigungsfirma, die über 98% unserer Produkte exportieren. Unsere Hauptprodukte: Einspritzsysteme für Schiffsmotoren und für Energiegruppen. Wir haben weiter ein Teilesortiment von Präzisionsteilen und eine betriebsinterne Härterei. Ausbildung wird in der Firma Duab gross geschrieben. Wir haben eine eigene Ausbildungswerkstatt mit einem vollamtlichen Lehrmeister und bilden mehr als 20 Lehrlinge im kaufmännischen und mechanischen Bereich aus. Die Firma Heiniger stellt Produkte her zum Schur von Schaf, Rindvieh und Pferd. Unsere Produkte werden exportiert in 50 Länder weltweit mit einem Exportanteil von 80%. Herzogenbuchsee bietet nicht zu unterschätzende Vorteile als Firmenstandort. Wir haben hier seit Jahrzehnten eine sehr unternehmerfreundliche Gemeindebehörde, die uns in der Vergangenheit auch sehr viel geholfen hat. Der Oberaargau ist zudem eine Gegend, wo wir Zugriff haben zu sehr vielen kleinen und mittleren Unternehmen in der Branche der Metallbearbeitung, wo wir als Lieferantenpartner gewinnen können. Wir stehen zum Produktionsstandort Schweiz, weil wir hier sicher sind, dass wir am ehesten die hohen Qualitätsanforderungen erreichen können. Die Branchen sind durchmischt, von Mechanik über Elektronik und Hightech bis zu Lebensmitteln. Der Übergang von Grossbetrieb zum lokalen Gewerbe und Verkaufsgeschäft fällt leicht. Es gibt nichts, wo man das Buchsee nicht auch kaufen könnte. Mit verschiedenen Aktionen helfen Detailisten auch bei der Dorfverschönerung mit. Der Gewerbeverein Herzogenbuchsee ist ein sehr aktiver Verein. Wir haben über 190 Mitglieder, machen vier große Aktionen im Jahr. Sind alle eingeladen mitzumachen mit kleinem Budget, zum Beispiel die Smileys, die jetzt gerade im Dorf standen. Und die finden eben viermal im Jahr statt. Jedes Mal ein neues Thema. Und wir fördern uns dadurch gegenseitig, erfreuen die Kunden und bringen eine große Gemeinsamkeit in unser Leben. Sie haben natürlich noch Buchsee-Taschen. Exklusiv. Natürlich fehlen auch die Grossverteiler nicht, die das Buchsee als Unikum sogar am gleichen Standort sind und sich die Einstellhalle teilen. Auch bei schönen und besinnlichen Weihnachtsdekoration ist der Gewerbeverein federführend. Das richtige Gemisch zwischen Dorf und Land macht Herzogenbuchsee reizvoll und zu einer attraktiven und lebenswerten Wohnlage.
Es erstaunt darum nicht, dass es immer wieder Anfragen für Bauland gibt und gegen neue Leute herzügeln. Wir waren auf der Suche nach Bauland und sind dann zu Buchsee hier fündig geworden. Was uns sehr gut gefallen hat, ist, dass das Quartier verkehrsberuhigt ist, dass es keinen Durchgangsverkehr hat. Wichtig war, dass es Schulen hat, Primarschulen und Sekundarschulen. Dass man nicht mit dem Velo weiter weg in eine andere Gemeinde fahren müsste. Es hat Ärzte, es hat Einkaufsmöglichkeiten, sehr viele, und es hat Anschluss an die Bahn. Auf dem Sonnenplatz kreuzen sich die Strassen, die Herzogenbuchsee mit der Umgebung verbinden. Der Platz mit dem Dorfbrunnen und der Kirchgasse bilden den Kern des Dorfes. Hier steht das Gemeindehaus, das Kornhaus und das vornehm weltbezeichnete Hotel du Soleil. Wenn man von Buchsee redet, kommt man um Kultur nicht herum. Über 100 Vereine und Gruppierungen bieten vielfältige kulturelle Veranstaltungen und Aktivitäten für jedes Alter. Was ich sehr schätze und Freude habe hier in Buchsee, ist das Kulturangebot, das wir haben. An verschiedenen Orten werden Sachen geboten, wie zum Beispiel hier im alten Schlachthaus, wo verschiedene Sachen, Bands, Künstler, Lesungen, Comedy geboten wird. Zur diesjährigen Kulturpreisverleihung und der Vernissage vom Kunstfeuer herzlich willkommen. Darf ich dir den Kulturpreis überreichen? Herzliche Gratulation! Zur Fasnachtszeit wird aus Herzogenbuchsee endgültig genommen noch Buchsee. Die Fasnacht und der Umzug ist ein fester Bestandteil, wenn es am Ende des Winters zugeht. Es scheint, als seien mehr Leute auf der Beine als Buchsee mit seinen 6'700 Einwohnern. Zur Infrastruktur der Gemeinde gehören neben Schulen natürlich auch Heim, Pflege, Bade, Fußballplätze und so weiter. Also wir haben eine sehr schöne Bade in Herzogenbuchsee, wo man gerne Kollegen trifft und wo man es gemütlich haben kann. Ich gehe gerne in die Bade hier in Herzogenbuchsee. Was schade ist in Bade, dass es keine 5 Meter gibt. Und wenn wir schon in der Party sind, können wir euch vom Label Energiestadt erzählen, wo sich Buchsee im 2008 dank seiner langfristigen und nachhaltigen Energiepolitik verdient hat. Buchsee ist stolz darauf. Es bedeutet auch die Herausforderung, die Energiepolitik immer wieder mit Schwung voranzutreiben. Beim Sport pflücken wir nur gerade zwei von einer grossen Menge von Vereinen raus. In dieser Sporthalle spielen die Handballdamen mit ihrer Nazi-B-Mannschaft. Der Handballverein Herzogenbuchsee hat 280 Mitglieder. Davon sind rund 120 Juniorinnen und Junioren. Die sind verteilt auf 10 Mannschaften. Auch oben raus, Leistungssport betreiben wir. Bei den Frauen Nationalliga B, bei den Männern Zweitliga. Wir spielen hier Lacrosse bei den Iroquois Herzogenbuchsee. Das wäre eine alte Sportart von Kanada. Wir spielen mit diesem Schläger hier. Mit so einem Ball. Auf 2 Goal. 10 gegen 10.
Es ist sozusagen wie Eishockey in Luft. Wir sind in der Schweiz gibt es einfach 8 Mannschaften. Eine davon sind wir. In unserem Club sind unterdessen 20 Männer und 5 Frauen. Wir trainieren jeden Montag und jeden Mittwoch. Und je nachdem haben wir am Samstag noch Matchen. Ich gehe auch viel mit dem Velo. Man hat nicht weit, man ist ein bisschen im Wald, kann man ein bisschen im Wald fahren. Man hat viele Nebenstrassen, muss nicht auf die Hauptstrasse. Entdeckt auch ihr den Standort Herzogenbuchsee? Es ist ein Schritt, der sich lohnt. Wir sagen nicht vergeben, Herzogenbuchsee ist die Krone der Region. Von dem her gefällt es mir einfach zu Buchsee. Es ist auch ein gemütliches Völkchen da. Es sind nicht gerade die urchigsten Berner. Es ist auch etwas vermischt mit Aargau und Luzern. Ist auch noch Solothurn. Wir haben unsere Stammbeiz, wo wir untereinander sind, wo wir selber unsere Musik machen. Und das ist eigentlich das Gemütlichste an Buchsee. Das gefällt mir hier. Ich wohne gerne in Buchsee, weil wir hier zwischen dem Emmental und dem Jura eingebettet sind. Wir haben in der Nähe haben wir auch den Ringbau, den Eschensee, den ich mich gerne erhole. Aber immer wenn ich heimkomme, komme ich hier auf Buchsee. Mutter ist von da, Großvater ist von da gewesen. Und hier habe ich eigentlich die Intimität, die der Blues von ihm verlangt.